Wie wird denn entschieden, was islamisch ist und was nicht islamisch? Das ist genau die Phase, die Zeit, die auch zu seiner Zeit Jesus erlebt hat, wo er entsandt worden war und wo er seinem Volk sagte, dass ihr sollt tun, was die Schriftgelehrten, was die Pharisäer euch sagen, was sie euch sagen. Aber ihr sollt nicht tun, was sie selber machen. Also genau jene Zeit ist auch leider dem Islam vorausgesagt worden, dass eine Zeit kommen wird, da wird der Islam, was der wirkliche Geist des Islams ist und was seine Lehre ist, leider nicht mehr präsent sein. Aber wo der Prophet, Frieden und Segen Allahs sein, auf ihm diese Warnung oder diese bittere Nachricht gegeben hat, hat er auch zugleich auch die Lösung und dazu gesagt. Da steht ja, ja der Rat ja immer ganz schnell nah. Wieso verändert man das nicht? Wieso reformiert man nicht einfach diese Stellen, streicht sie weg und schreibt sie genauer hin? Also dieser Koran ist es, worauf wir alle Muslime uns beruhen. Und dafür legen wir unsere Hand auch ins Feuer. Wir nehmen den Koran als Richtschnur. Dieser wird auch als Furqan bezeichnet, was unterscheidet zwischen wahr und falsch. Und darin sind all die Rechte festgelegt. Und daraus ergibt sich kein solches Bild, was heutzutage den Menschen Angst macht. Wie ist es bei dem Islam? Wie sieht es da aus? Darf der oder soll der Muslim seinen Verstand nutzen? Afala yatadabbaruna al-Qurana. Wollen Sie denn nicht über den Koran nachsehen? Wahrlich sind Zeichen im Himmel und in der Erde, in den Geschöpfen, die Gott geschaffen hat. Oder Gott heißt Ulul Albab, wenn einige, die Verstandesbegabten werden da bezeichnet, die Muslime. Wer sollte sie antreiben und wie sollte sie genau aussehen, so eine Reform? Wenn der Islam in einem solchen miserablen Zustand sein wird, hat er den Muslimen versprochen, dass unter euch dann von Gott ein Reformer entsandt wird. Und den hat er den Namen auch als Mahdi gegeben. Und zugleich hat er ihnen auch den Namen als Masih gegeben. Was Masih ist, dieses Vergleich zu Jesus. Und das deutet auf die Ähnlichkeit der Umstände, die Jesus damals gehabt hat. Viele Muslime wissen gar nicht, was Islam bedeutet. Muslime selbst nicht, zum einen. Und auch nicht, natürlich die Nicht-Muslimen selbst auch. Ja.